Ich arbeite in einer Beratungsstelle. Wir machen Präventionskurse. Da nehme ich sie mit, bringe sie in die Welt an andere Pädagoginnen, LehrerInnen, ja, in der Arbeit mit meinen KlientInnen. Sie tun, glaube ich, allen gut, auch mir. Ja, ganz spannender, schöner Weg. Ich habe die auch mit Kindern im Alter von 3 angewendet, also erstmal in der Kita. In der Kita mit einem 3-jährigen Jungen zum Beispiel, der dann zu mir kam und dann die Hände faltete und sagte, können wir nochmal so machen. Und da ist mein Herz so aufgegangen. Ne? Also das zu spüren, dass dem 3-jährigen dies einfach gut tut und der das dann auch nochmal wiederholen möchte. Das war total schön. Und ein anderes Meeting kam dann, ich kann schon flattern und bewegte dann die Arme. So, das war richtig schön. Ich nutze Kurse, die ich gebe. Ich mache so Elternkurse. Daran habe ich auch einen Café mit Alleinerziehenden. Also da wurde ich speziell dafür eingeladen. Mhm. Hatte dann 10, 12 Mütter vor mir sitzen. Jetzt, nachdem ich das Zertifikat dann hatte, ist wie eine Schleuse bei mir geöffnet worden. Das Erste, was ich gemacht habe, war einen Abendkurs zu geben. Das war so mein Start. Und dann hat es ein halbes Jahr jetzt gedauert, bis ich so den Mut gefasst habe, auch einen Kurs, Online-Kurs jetzt in diesem Fall. Ich habe versucht am Anfang Live-Workshop, dass ich das mache und habe aber gemerkt, ich bin noch nicht so weit. Also habe ich jetzt einen Basiskurs für Nervensystem und Selbstregulation gebastelt und das ist so das nächste Projekt. Einmal in unterschiedlichen Kindertagesstätten, in großen Gruppen und auch in kleinen Gruppen. Ich arbeite also auch mit meinem Hund, mit dem Enyo. Das kann ich ganz gut verknüpfen, auch in Einzelarbeit oder Kleingruppen, auch mit großen Gruppen, also mit Kita-Gruppen von einer Stärke von 25 Kindern. Dann habe ich noch so eine kleine, so eine Wendepuppe, ein Schmetterling, wo die Raupe sich eben auch verändert. Und das finden die Kinder ganz toll. Ich gehe in den Kindergarten, biete Studientage, nennt sich das bei uns, für die Erzieherinnen und Erzieher an, mache die SOS-Übung mit denen, stelle das ganze Nervensystem vor, die Wirkweise der SOS-Übungen und verbinde gleichzeitig die SOS-Übungen mit Yoga, weil ich Yogalehrerin bin. Und gebe einmal in der Woche eine Yin-Yoga-Stunde. Da verbinde ich die Yoga-Stellungen mit den SOS-Übungen. Ich bin auch in die Kitas gegangen und habe mir in der Vorweihnachtszeit ein Märchen überlegt oder eine Geschichte überlegt mit Jona. Bin jeden Tag in die Kita gegangen und habe mit den Kindern die SOS-Übungen gemacht. Eingepackt in eine weihnachtliche Geschichte.